auch die DB-Rechnung haben sie, glaube ich, im Griff hier. Also wie man das so da wollte ich noch einen Videoclip zu machen, aber das kann jetzt auch Zeit. Wie man im Kopf mit DBs rechnet, wie man da relativ flott mit umgeht. Und so eine Umrechnung hier. So, da brauchen wir uns nicht groß drum zu kümmern. Was vielleicht spannender ist, ist das Leitungsersatzschaltbild. Das hat Ihnen aber hoffentlich auch der Kollege schon erklärt. Der, genau der. Und dass Sie hier auf die Wellengleichung kommen, wissen Sie ganz bestimmt auch schon. Hier. Die da, wie man drauf kommt, ich würde fast behaupten, muss man nicht unbedingt als Ingenieur, als Elektroingenieur wissen, kann man aber, darf man ruhig wissen. Was man jetzt noch wieder wissen sollte, ist, dass das die verlustbehaftete ist mit den Längswiderstandsverlusten, den Querleitwertverlusten, jeweils bezogen auf einen Meter, deswegen ist der Strich da dran. Und wenn man die alle weglässt, dann kommt man auf diese Laplace-Gleichung hier, wo die zweite Ableitung nach dem Ort über eine Konstante verbunden ist mit der zweiten Ableitung nach der Zeit. Also eine partielle Differentialgleichung, weil ich ehrlicherweise nie verstanden habe, was der Unterschied zwischen einem partiellen Differential und einem nicht partiellen Differential ist. Aber das muss ich vielleicht rausschneiden, weil das offenbart eine Lücke, die mein Mathe-Prof bei mir hinterlassen hat. Aber egal, also man macht das hier mit, also dann, wenn man mehrere Variablen hat und danach ableiten will, dann nimmt man dieses komische Delta hier und ansonsten schreibt man gleich D. Das ist das, was ich mir merken konnte. Der Punkt ist einfach hier, und das ist das Coole an dieser Gleichung, dass nämlich jede Funktion, die jetzt diese Bedingung erfüllt, dass nämlich das Argument hier diese Struktur hat, nämlich t minus Ort durch irgendeine Geschwindigkeit, was ja auch wieder von einer eine Zeit ist, dass alle Funktionen, die das erfüllen, egal ob das jetzt Sinus, Cosinus oder sonst irgendetwas ist, dass die unveränderlich durch so eine Leitung durchgeschoben werden können. Das heißt also, ein Puls, der sowas erfüllt, der sich also mit einer Geschwindigkeit v irgendwie durch die Leitung bewegt, der wird nicht verzerrt, ein Sinus wird nicht verzerrt, ein Dreieck wird nicht verzerrt, völlig egal. Nur es muss eben nur im Argument diese Bedingung herrschen, dass alle Komponenten mit einer konstanten Geschwindigkeit dadurch geschoben werden. Das ist eigentlich die Aussage da drin. Also eine dispersionsfreie Leitung vorliegt. So, sowas ist das Ideal eines Nachrichtentechnikers. Ich schiebe irgendein Signal links in die Leitung rein. Und es kommt genau das Signal nach einer gewissen Zeit, nach der Laufzeit wieder raus. Und zwar genau so, mit der gleichen Flankensteilheit und so weiter und so fort. Dass das nicht der Fall ist, wissen Sie alle. Aber es ist ja mal eine schöne Vorstellung. So, aus der Gleichung kann man jetzt noch ausrechnen, wie groß diese Geschwindigkeit ist. Nehme ich nämlich gerade hier Wurzel 1 durch LC. Das sieht so ein bisschen nach der Resonanzfrequenz eines Kreises, eines Resonanzkreises aus. Ist es aber nicht. Zum einen, weil wir hier Leitungsbelege haben. Ja, oder weil wir hier Leitungsbelege haben. Okay, so. Wir können diese Leitungsgleichung auch harmonisch lösen. Das heißt, in der Regel haben wir es in der Nachrichtentechnik ja zu tun, hier mit dem irgendwelchen Omega-T-Dingen. Und wenn wir da jetzt schon mal sowas ansetzen, das sieht ja von der Struktur genauso aus. Wir haben hier ein Argument, da haben wir ein T drin und dann ist das Plus mal eine Konstante mal X. Diese Konstante hier ist eine komplexe Konstante, deswegen steht das J hier nicht mehr davor, vor dem Gamma, sondern nur vor dem J Omega. Naja, und dann kann man noch umrechnen und dann kommt man eben drauf, wie eben dieser, das ist ja dann der Ausbreitungskoeffizient, hier aussieht, und zwar mit allen Belägen, die da mit drin sind. So, und da haben wir mal einen Term, der ist jetzt hier abhängig von der Frequenz und dem L-C-. Das ist im Prinzip das 1 durch V, was wir vorher auch hatten, als wir von der dispersionsfreien und verlustfreien Leitung gearbeitet haben. Und dann haben wir hier noch so einen Term, da sind jetzt alle möglichen Mischungen da drin und da steht auch noch ein J unter der Wurzel und so, und das ist extrem unangenehm. So, heißt aber letztlich auch, wenn dieses Gamma ist, nicht ganz, aber es ist so ein Maß für eine inverse Geschwindigkeit, dass hier das alles auch noch von der Frequenz abhängt und von den Verlusten abhängt. Und nicht nur rein imaginär der Teil ist, was heißen würde, ich könnte das J auch ausklammern und dann wäre es einfach nur eine dämpfungsfreie
Fortbewegung dieser Wellenform über die Leitung hinweg, sondern da stehen jetzt auch noch reelle Anteile drin. Hier, da kommt ja irgendwas Reelles noch mit raus, auch wenn wir jetzt gar nicht unbedingt wissen müssen, was das ist. Was letztlich dazu heißt, dass wir auch Verluste auf der Leitung haben. Ich glaube, so verlustbehaftete Leitungen und so, das taucht ja irgendwie weniger auf. Ne? Aber ist natürlich das, was Sie sich auch unmittelbar vorstellen können. Sie geben auf eine Leitung irgendwie vorne was rein und nach ein paar Kilometern kommt halt nichts mehr raus. Oder weniger jedenfalls. Also ist von der Anschauung her schon völlig klar, was bei einer Leitung passiert. So, das ist exponentiell gedämpft. Und man kann das eben, diese exponentiellen Termen eben auffasern hier in ein, wo habe ich das hingeschrieben? Genau. Man kann das Gamma aufteilen in einen reellen Teil und einen imaginären Teil. Dieses Beta, dieser imaginäre Teil hier, oder der Imaginärteil, das ist der Phasenkoeffizient, während dieses Alpha hier, wenn es das richtige Vorzeichen hat, zu einer exponentiellen Dämpfung führt. Und es kann nur das negative Vorzeichen haben, weil ein exponentieller Anstieg wäre ja sinnlos, also oder physikalisch nicht sinnvoll. Ne? So. Okay, Phasenkoeffizienten. Dieses Alpha hier kann man auch in dB schön angeben. Dann hat man nämlich hier die, kriegt man letztlich hier die Dämpfung raus, die dann irgendwie in dB, meinetwegen auch pro Längeneinheit oder so, kommt. Das macht uns ein bisschen das Leben schwer, weil irgendwann mal eine Welle verschwindet. Also eine Welle einfach abflacht und wir im Rauschen das Signal nicht mehr finden können. Ist aber in vielen Fällen bei der Übertragungstechnik gar nicht mal das störende Problem, gar nicht mal das störende Ding. Denn in der Leitung, irgendwann wird es natürlich, wenn die Leitung irgendwie zu lang wird, eine Koaxleitung mit 4 Kilometer Länge, weil sie irgendwie in einem Bohrloch oder so unterwegs sind und dann tatsächlich 4 Kilometer Koaxkabel haben mit doch erheblichen Verlusten, da schlägt schon allein die Dämpfung zu und da kriegen sie schon allein das Signal, das da ankommt, nicht mehr aus dem Rauschen raus. Aber das Problem als solches, das hier ist gar nicht mal so schlimm, wenn es nur das wäre. Schlimmer ist, dass wir es hier auch mit einem Phasenkoeffizienten zu tun haben, dass also Wellenanteile sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fortpflanzen. So, und dazu möchte ich Ihnen noch ein bisschen, ich mache mal das richtig, eine Animation zeigen. Also ich habe die auch lokal, aber da habe ich ja im ersten Semester schon darauf hingewiesen, auf die Seite von dem Paul Falstad, Math and Physics Applet, Dispersion Applet. Mittlerweile läuft das auch auf Handys, weil er das auf JavaScript umgestellt hat. So, und dann haben wir hier Dispersion. Ich hätte gerne mal den Index und wir gucken uns mal No Dispersion an. Also, wir haben zwei Signale. Dispersion kann man ja schematisch immer sich so vorstellen, dass man zwei Signale mit unterschiedlicher Frequenz hat. Obere und das untere. Das ist ganz klar, dass das obere niedrigere Frequenz hat als das untere. Und die haben dann verschiedene oder eben vielleicht auch nicht verschiedene Geschwindigkeiten. In diesem Fall ist genau das eingetreten, was ich ursprünglich mal hatte. Wir haben eine Geschwindigkeit der Signale, die unabhängig von der Frequenz ist. Also das Ding ist so schnell wie das Ding. Und wenn Sie das jetzt addieren, das beides, dann wandert das mit der gleichen Geschwindigkeit da durch. So, das ist das, was wir wollen. Wir geben ein Signal drauf. Man sieht das auch, wenn man hier mal Restart drückt. Wir geben ein Signal drauf und es kommt von Anfang an und es kommt auch dasselbe Signal wieder raus. Sehr schön. Gucken wir uns normale Dispersion an. Normale Dispersion ist, wo die niedrige Frequenz schneller als die hohe Frequenz ist. Also Rot ist schneller als Blau. Bei Licht. Man kann sich das immer so auf. Dispersion hat auch viel mit Licht und so zu tun, Prismen und sowas. Also Rot ist schneller als Blau. Und wenn Sie das Rot als schneller als Blau haben, dann sehen Sie, dass das hier ja irgendwie sich nicht so durchschiebt, wie wir das vorher hatten, sondern da wandert irgendwie was. Also irgendwie ändert sich das hier auch so, wenn Sie da an der Stelle gucken. Gibt es auch in gewissen Medien andersrum. Dass nämlich Blau schneller als Rot ist. Anormale Dispersion, da schiebt sich das hier so. Sieht so aus, als wenn das schneller wäre.
wenn Sie sich einen Restart angucken, dann sehen Sie, dass das Signal, das ursprünglich mal ankam, sich ja zumindest temporär verändert. Immer ein bisschen schwierig, das schiebe ich jetzt mal gleich vorweg, immer ein bisschen schwierig hier von dem Signal und einem Bit oder sowas zu reden, weil was wir uns jetzt hier angucken, ist ja schon der eingeschwungene Zustand. Ne? Also die ganzen Sinusse, die waren ja schon immer da und werden immer da sein. Das ist nicht das originär nachrichtentechnische System, weil da hat keiner was von, weil da nämlich keine Information mit verbunden ist. Also wenn ein Signal schon immer da war und immer da sein wird, ne, da steckt nichts drin. Es steckt immer nur was drin in, es ändert sich was. Und es ändert sich was, ist, wenn ich hier zum Beispiel Restart drücke und dann sehen Sie, dass da komische Dinge passieren. Okay, haben wir noch was? Machen wir erstmal Pause an der Stelle. Bei dann fehlen also nicht wieder Pause, sondern gehen wir wieder ein bisschen in die Mathematik rein. Und sagen jetzt zum Beispiel mal, also mit dieser Formel möchte ich mich eigentlich rumschlagen, um ehrlich zu sein. Habe ich mal versucht, da, als ich das Skript geschrieben habe, aber habe ich auch keinen weiteren Bock drauf. Da kann man auch nicht so viel draus ziehen. Was man natürlich sagen kann, also wir nehmen natürlich eine Leitung nur dann, wenn sie wenig Verluste hat. Also eine Leitung mit viel Verlusten ist jetzt vielleicht ein Spezialfall und nicht unbedingt das, was wir jetzt hier brauchen. Und was so in der Nachricht nicht Sinn macht. Sondern wir nehmen eine mit wenig. So, das heißt also, dieses R', der Längswiderstandsbelag, ist weniger als das, was wir da als induktiven Belag haben, frequenzwirkend. Und dasselbe gilt für die Querverluste. Dann können wir die Wurzel aus 1 plus x ist ja ungefähr 1 plus x halbe bekannt, die Näherung. Wo haben Sie denn Mathe gemacht, Mensch? Für x sehr viel kleiner als 1. Was immer sehr viel kleiner als 1 ist, ist eine Näherung. Nicht gut? Ja, Taylor. Ja, denke ich mir, ne? So, das ist der Taylor. Und das kann ich hier jetzt auf die Wurzel anwenden. Dann kann ich ein bisschen hin und her rechnen. Habe ich das so richtig gemacht? Ja, doch. Nicht? Da haben wir noch wieder Terme, die da auch verschwinden. Und ich sage noch gleichzeitig, dass die Verluste durch das Dielektrikum hier sehr viel weniger sind als die ohmschen Verluste, dass also dieses G' ungefähr 0 wird. Dann fallen eben der Term und der Term hier sowieso weg. Und dann bleibt noch diese Geschichte hier stehen. So. Ja. Jetzt kann ich identifizieren, nämlich die Geschwindigkeit hier der Welle ist hier dispersionsarm oder dispersionsfrei, 1 durch Wurzel L-C', das ist das, was wir vorher schon hatten, für die ideale Leitung ohne Verluste. Und wir haben einfach nur eine Dämpfung hier mit R' halbe mal und so weiter und so fort. So, unabhängig von der Frequenz, das heißt also auch das hier ist zwar bedämpft, aber dispersionsfrei oder mindestens dispersionsarm. So, wenn wir jetzt einen anderen Spezialfall mal betrachten, dass nämlich R' durch L' gleich G' durch C' ist, also die Verhältnisse hier gleich sind. Ich sage über die eigentlichen Verhältnisse hier nichts weiter aus, außer dass das alles irgendwie schlecht ist. Ja, also ich habe das hier jetzt alles nicht ausgerechnet, wie groß hier jetzt tatsächlich die Verluste sind, wenn jetzt irgendwie allgemeine R' und G' vorliegen. Also ich sage einfach nur, es ist ein Problem und betrachte nur Spezialfälle, nämlich einmal die Spezialfälle, dass R' klein ist und G' gar nicht vorhanden. Und dann kommt nämlich das hier raus, also auch wieder keine Dispersion. Oder dass eben hier R' durch L' gleich G' durch C' ist. Kann man ja sagen, das sind irgendwelche Zeitkonstanten. Einmal die Zeitkonstante des LR-Gliedes, einmal die Zeitkonstante des G' oder R quer C-Gliedes. So, und wenn das der Fall ist, dann verschwindet auch hier die Frequenzabhängigkeit der Geschwindigkeit, sowohl da als auch der Dämpfung. So, das widerspricht aber dem, was ich in dem Schritt davor gemacht habe. In dem Schritt davor habe ich ja gesagt, G' ist gar nicht vorhanden. Ne? So, also meine beiden Näherungen hier schließen sich erst einmal schon mal aus, von vornherein. Das ist jetzt erstmal einfach nur logisches Problem.
Es ist aber auch ein praktisches Problem, weil es nämlich praktisch schon so ist, dass die Querverluste typischerweise wirklich sehr viel kleiner sind als die Längsverluste und wir hier eher den Fall haben, dass R' durch L' sehr viel größer als G' durch C' ist, aber eben G' nicht 0. Also irgendwo dazwischen sind wir. So, und das ist doof. Weil das ist deswegen doof, weil wir dann nämlich frequenzabhängige Phasenkoeffizienten kriegen, frequenzabhängige Geschwindigkeiten kriegen und damit Dispersion kriegen, die uns die Pulse verfälscht. So, was können wir jetzt machen? Wir können ja die Querverluste nicht 0 kriegen. Also man kann versuchen, die immer kleiner, kleiner zu kriegen, aber 0 kriegst du halt nicht. Auch logisch. Man könnte aber auf der anderen Seite sagen, ja gut, wenn wir schon den hier nicht wegkriegen, dann können wir ja den wenigstens groß machen, den L'. Und zwar so groß, dass das hier erreicht wird. Dann haben wir ja auch wieder dispersionsfreie Leitung. So, hat man gemacht. Früher tatsächlich. Man hat tatsächlich früher in Seekabel und ich meine auch sogar in Hausanschlüsse und so weiter sogenannte Pupinspulen eingefügt, also zusätzliche Induktivitäten auf dem Weg, also auf dem Kabel vom Sender zum Empfänger. Damit man den induktiven Belag, also man hatte nicht den Belag als solchen erhöht, sondern die Induktivität der Gesamtleitung erhöht. Dadurch, dass man die Induktivität der Gesamtleitung erhöht hat, damit virtuell den Induktivitätsbelag erhöht hat, hat man diese Gleichung erfüllt und hat einen frequenzunabhängigen Ausbreitungskoeffizienten Gamma hingekriegt. Frequenzunabhängig nicht, einen frequenzunabhängigen Dämpfungskoeffizienten und eine frequenzunabhängige Geschwindigkeit. Der Preis war die Bandbreite. Also auch das gilt dann letztlich nur bis zu einer gewissen Frequenz. Gilt bis zu einer gewissen Frequenz. Und wenn Sie dann über das, wo Sie vorher analoges Telefon mit 3,4 Kilohertz gemacht haben, plötzlich DSL machen wollen, das bis in die Hunderte von Kilohertz oder sogar Megahertz geht, dann stört diese Spule so ein bisschen. So, also das war schon okay für einfach nur Voice-Telefon, ne? Also bist du da und so, aber fand dann seine Grenzen. Dann, wenn sie die Leitungen nämlich weiter ausnutzen wollen, dann ist das vielleicht keine so tolle Idee. Deswegen gibt es die Pupinspulen heute auch nicht mehr, also ist wieder Wissen irgendwie für das Wissen fürs Museum. Aber nicht ganz, weil Sie ja schon mal eins kennengelernt haben, nämlich ich kann was gegen Dispersion tun. Ich habe ja vorher nur gesagt, das ist eine böse Gleichung und es ist böse, wenn Frequenzanteile unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Und ich habe Ihnen jetzt sogar gesagt, was Sie tun können, damit Sie das loswerden. Nämlich Spulen einbauen. Sage aber gleichzeitig auch, nicht so eine tolle Idee. Muss was Besseres geben. Na gut, trotzdem kümmern wir uns jetzt um den ganzen Kram nochmal, müssen uns noch um Wellenlänge und Impedanz kümmern. Die Geschwindigkeit haben wir schon kennengelernt hier und lernen jetzt noch eins kennen, nämlich zunächst mal die Wellenimpedanz. Auch über die kann ich sehr schnell gehen. Das ist für unsere Zuschauer auf YouTube und so jetzt nicht so schön, aber Sie kennen natürlich die charakteristische Impedanz einer Leitung schon vom Kollegen. Deswegen kann ich da sehr schnell drüber hinweggehen. Außerdem auch von mir aus der Hochfrequenztechnik. So. Okay, die Leitungen kann man auch lösen und dann kommt man auf solche Dinge hier wie die Koaxleitung und die Paralleldrahtleitung. Ich möchte eigentlich eingehen hier nur auf die praktischen Aspekte hier an der Stelle von zwei einigermaßen bedeutsamen Kabeln. Also hier so ein Standard RG5850 Ohm Koaxkabel. Das ist das, was man früher im Ethernet verwendet hat, was auch heute noch so als 50 Ohm Koaxkabel durch die Gegend kreucht und fleucht. Für E1, für als Messkabel eventuell, als ein ganz normales HF-Kabel, womit Sie irgendwelche Daten mit nicht allzu hoher Frequenz von A nach B kriegen. Nicht als, als Satellitenkabel und auch nicht als Kabelfernsehkabel, weil da haben Sie nämlich keine 50 Ohm, sondern 75. Also es ist nicht das RG58, es ist das 59 dann. Okay, so, wir haben hier 48 Ohm pro Kilometer für den Innenleiter. Wir haben einen Kapazitätsbelag, hier ist angegeben. Wir haben einen Verkürzungsfaktor von 0,66. Das heißt also, die Welle
hat letztlich die Geschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde mal 0,66, also etwa 200.000 Kilometer pro Sekunde. Damit ist jede Welle auf der Leitung einfach genau um den Kehrwert hier größer. Ja. Also es ist 2/3, also die Welle ist etwa 1,5 mal so groß. Vorher hatten wir bei 3 GHz 10 cm Wellenlänge, jetzt haben wir halt 15 im Kabel, im Material. Ne? Als auf dem da. Ja, das heißt das. Das ist aber nur für High-Speed-Trader interessant. Für andere nicht. Aber da arbeiten Sie doch an der Neutrino-Kommunikation zwischen London und New York. Weil die Neutrinos gehen ja nicht um den Erdball drumherum, sondern quer durch. Das ist das Schöne an Neutrinos, die gehen durch alles durch, aber das ist auch das Doofe bei Neutrinos. Weil die durch alles durchgehen, kann man sie nicht detektieren. Da gehen doch jetzt gerade so ein paar Millionen durch meinen Daumennagel. Und ich merke nichts davon. Ich falle deswegen nicht um, es tut doch nicht weh. Also Sie können es merken. Klasse. So. Also, wenn Sie diesen Ethernet-Vortrag nicht machen möchten, dann. Nein. Dann würde ich. Wären wir Ihnen, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar, wenn Sie in 10 Minuten uns das mit der Quantenverschränkung so erklären können, dass wir es alle verstehen. Also wirklich. Und ich schenke Ihnen, ich mache es jetzt mal wie auf dem Hamburger Fischmarkt, ich gebe Ihnen nicht nur diesen einen Vortrag frei, ich gebe Ihnen noch den zweiten dazu. Genau, ne? Nee, ich fand es witzig, weil man hört, weil die Highspeed-Trader, die kommen, ziehen extra näher an die Böse ran, auf die schenken sie jeden Meter, nehmen wir mal ein bisschen per Kabel, wenn sie den Kork nehmen würden, würden sie das wahrscheinlich. Also sagen wir dazu gleich noch was. Alternativ dazu das Twisted Pair Kabel, ich wollte da noch gerade durchgehen, ne? Also es hat jetzt eine Impedanz von 100 Ohm. Hier hat einen deutlich höheren Widerstand, anderen Kapazitätsbelag, bla bla bla. Und ja, etwas anderen Verkürzungsfaktor. Also die Kabel sind aber jetzt elektrisch so unterschiedlich dann auch wieder nicht. So, zum Thema High-Speed Trading. Ich empfehle Ihnen Flash Boys von Michael Lewis. Michael Lewis ist ohnehin, kennen Sie den vielleicht aus Ihrer Historie? Michael Lewis ist bekannt geworden mit Liar's Poker. Der hat über die Solomon Brothers, also das ist ja ein US-Finanzhaus von noch vor Lehman gewesen, die mit Junk Bonds getradet haben, also mit Schuldverschreibungen, die nicht das höchste Rating haben, also nicht diese A, Doppelplus und so weiter haben, sondern so mehr so mit Griechenland-Schuldverschreibungen, ne, haben die gehandelt und sind damit auch, und da hat er sein schriftstellerisches Talent wohl entdeckt und der schreibt über solche Finanzdinge. Der hat also auch The Big Short, also hier über das, was da 2008, 2009 passiert ist, hat er ein Buch geschrieben, also Roman, der aber dann die finanztechnischen Hintergründe beleuchtet. So. Und auch über Flash Boys, also über High Speed Trading. Und die legen tatsächlich Glasfaserkabel auf den wirklich kürzesten Weg, versuchen die das zu legen von einem Punkt zum anderen. Der Trick bei High Speed Trading ist eigentlich ein Betrug. Aus meiner Sicht. Also die versuchen ja zwischen die Vertragspartner, die eigentlich einen Handel abschließen wollen, dazwischen zu kommen. Irgendwie, indem sie nämlich das, was der eine anbietet, vorher versuchen abzufangen. Sich in der Zeit, wo sie die Daten da schon da verarbeiten, versuchen sie das, was da gekauft werden soll, zu kaufen, um es dann leicht teuer an den, der eigentlich handeln will, weiter zu verkaufen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man vielleicht von der Signallaufzeit schneller ist, auch, aber nicht nur. Es hat im Wesentlichen auch damit zu tun, dass die Börsen es zulassen, dass jemand so etwas machen kann, dass jemand sich in diesen Datenstrom reinhacken kann. Hacken ist es nicht wirklich, weil den Datenstrom darf man schon mitkriegen, ne? Und sich damit reinhängen kann und dann eben versucht, dem eigentlichen Handel vorwegzulaufen. Dazu brauchen sie schnelle Laufzeiten, aber auch eben eine Börse, die es zulässt. Es gibt auch Börsenplätze, die das nicht zulassen. Aber natürlich hat die Börse auch was davon, wenn sie nämlich Serverplätze neben ihrem Hauptserver für astronomische Preise vermietet. Das ist das Geschäftsmodell eigentlich. Also eigentlich ist es Betrug. Und ja.
Vielleicht ist es ein bisschen sehr laienhaft ausgedrückt, aber in die Richtung geht's. Also ich kann Ihnen Michael Lewis als Schriftsteller nur empfehlen. Wenn Sie sich so ein bisschen für sowas interessieren. Also es liest sich wirklich gut. Also das gibt's auch. Ich meine auch, das läuft aber, läuft das, ich meine, das läuft nicht mehr wirklich unter richtig Highspeed Trading, sondern das läuft unter, also ich glaube, die Grenze ist da fließend. Ja, also. Da müssen die ja gelten, der als erstes beide Handelsplätze erreicht, ist der, der den Preisunterschied ausgleichen und den Gewinn abschöpfen kann und alle anderen später kommen nochmal verloren. Ja, auch das sind sehr schnelle Handel. Ist ein sehr schneller Handel. Ich kaufe es hier auf und transferiere es dann dahin und da kann dann da aus dem Spread oder aus der Differenz da meinen Gewinn ziehen. Das ist aber sehr transparent. Ja. Es gibt noch diesen richtigen Highspeed-Handel, der wirklich so im Mikro-Nanosekundenbereich stattfindet. Das ist das, was ich meinte. Also es ist also richtig schnell. So, und damit sind wir jetzt bei Dispersion angekommen. Ich möchte Ihnen jetzt mal die schöne Seite der Dispersion zeigen. Ohne Dispersion hätten wir keinen Regenbogen. Also es mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht albern erscheinen, dass ich solche Sachen erwähne in der Nachrichtentechnik, in der Nachrichtentechnik-Folie. Man könnte die hier auch wirklich aufziehen mit, ich habe hier eine Hilbert-Transformation und bla 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 und dann rechnen wir. Ich habe da keinen Bock drauf. Also weil das ist auch nicht das, glaube ich, was Sie brauchen, sondern was ich versuche, ist so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, was so in der Natur passiert, was auch in der Nachrichtentechnik passiert. Um das dann natürlich, nicht in dieser Folge, heute mehr, aber dann umzusetzen in irgendwelche Dinge, wie kann ich damit umgehen, um meine Daten von A nach B zu kriegen und worauf muss ich da achten. Wenn Ihnen das hier zu blöd ist, sagen Sie Bescheid. Also das ist einfach hier Dispersion tatsächlich. Rot hat in den Wassertropfen eine andere Geschwindigkeit als Blau, als Violett. Und deswegen sehen Sie eben diese wunderbaren Farben da nach dem Regen. So. Die Kernfrage jetzt ist natürlich, zum einen, wie wirkt sich Dispersion aus? Okay, habe ich ja schon gesagt, ein Puls wird zu Brei, da zeigen wir gleich noch Bilder dazu. Aber erstmal die Frage, wenn ich unterschiedliche Geschwindigkeiten habe von Signalanteilen. Sie wissen ja, Fourier-Transformation kennt sich so ein bisschen aus. Wenn ich Signal übertragen will, habe ich immer ein Spektrum von Signalen und da ist der eine Teil schneller als der andere. Jetzt ist ja erstmal die Frage, okay, wie schnell denn? Was ist denn jetzt die Geschwindigkeit? Nun, sag doch mal. So, und da kann ich mich natürlich hinstellen und kann sagen, okay, ich habe hier eine Welle. Die breitet sich aus, das ist hier x. Ich stelle mich hier hin, ja, an die Stelle. Und jetzt warte ich. Dann nehme ich hier eine Stoppuhr auch und stoppe, wann hier der Nulldurchgang durchkommt, vorbeigekommen ist und dann warte ich, wann der zweite Nulldurchgang kam. Also nach einer gewissen Zeit wird die Welle ja so aussehen. So. Und irgendwann kommt ja der zweite Nulldurchgang und dann weiß ich ganz genau, da ist eine Welle genau an mir vorbeigekommen. Messe die Zeit zwischen dem ersten und dritten Nulldurchgang das heißt Wellenlänge Lambda kam vorbei und die Zeit, die ich gestoppt habe, ist die Periodendauer, also Lambda durch T. Das ist ja ein probates Mittel für Zeit. So könnte ich das ja machen. Habe ich das hier irgendwo hingeschrieben? Nö. Ja, doch, da steht's. Also wann? Abbildung 3a. Genau, und dann, was stelle ich da fest? Stelle ich da was fest? Wo ist die Brille? Dann habe ich eben die Geschwindigkeit. Die ist hier in grün angezeigt. Die ist konstant zunächst mal. Wenn ich jetzt eine Freiraumausbreitung beispielsweise habe und auch was Freies habe, dann habe ich keine Verluste. Das war jetzt die Leitung, die ich hier verwendet habe für die Simulation.
Und dann habe ich einen Phasengang über der Frequenz, der ist einfach hier linear. So, also je mehr Zeit vergeht, desto mehr Phase kommt an mir vorbei. Und zwar völlig linear. Linear steigend mit der Frequenz, denn ändert sich einfach schneller die Phase. Dadurch, dass ich eine höhere Frequenz habe. Das ist ja das Maß dafür. So. Was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, diese Phasengeschwindigkeit hier nochmal angegeben als Omega durch Imaginärteil von unserem Gamma. Das ist nämlich genau das dann 1 durch Wurzel LC. Ja, das ist frequenzabhängig. Wenn das Gamma unten frequenzabhängig ist und die Frequenzabhängigkeit eben nicht diese rein lineare ist, wie wir das im Idealfall hier hatten, da oben steht sie ja nochmal, dann ist das eben keine Konstante, sondern ändert sich da was. Und das Erstaunliche, was sich hier ändert, ich greife mal vorweg, es gibt gewisse Konstellationen, da kann das sogar unendlich werden. Das ist jetzt kein Nobelpreisverdächtige Erkenntnis, sondern das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, wie ich mir das angeschaut habe. Denn hiermit ist auch keine, das meint man ja, hier wäre ja eine Geschwindigkeit und Information mit assoziiert, das ist es nicht. Sondern ich rede hier von einem eingeschwungenen Zustand. Diese Welle, diese rote oder blaue, die war schon immer da und die wird immer da sein, da ist keine Information drin. In was immer da war und immer da sein wird, ist keine Information. Also wird auch keine Information übertragen, also ist dieses, da passiert was mit Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit, auch keine Verletzung von irgendwie einem Einstein oder so, ne? So, also kannst das schon mal, ist das zwar vielleicht irgendwie eine Zeit, wie sich die Phase ändert, aber es kann nicht die Zeit für mein Signal sein, weil sie verletzt fundamentale physikalische Bedingungen und die Beschreibung ist immer auch noch nicht die richtige, weil es ist eben für jede einzelne Frequenz, die hier vorbeikommen könnte, eine andere. Gut. Wenn das verlustbehaftet ist, dann gibt es hier noch leichte Knicks irgendwo drin. Ist für eine andere Welle gezeigt. Da sieht man jetzt hier, dass Verluste aufgetreten sind in Rot. Und man sieht hier in Grün unterschiedliche Geschwindigkeiten. Hier wurde es langsamer. Kann ja passieren. Okay, jetzt könnte ich ja mal rangehen und könnte sagen, ich gucke mir Gruppen, also zwei verschiedene Frequenzen an. Ich gucke mir Gruppen an. Denn wenn ich jetzt zwei dicht benachbarte Frequenzen hier nehme, die beiden da, die hier auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, das sieht man kaum, dann bilden sich ja solche Schwebungen aus. Das kennt jeder, der mal eine Gitarre gestimmt hat oder so, ne? Dann sind die fast gleich und dann wabert das so laut, leise, laut, leise. Das ist genau das, was Sie hier sehen. Und da könnte man jetzt ja eins von diesen Dingern hier als Gruppe bezeichnen, als ein Bit. Also das hier wäre jetzt mal so eine 1, die da kommt und da käme eine 0. Das war auch Blödsinn wieder, weil es müsste immer 1 und 0 und 1 und 0 kommen und diese 1 und 0 und 1 und 0 Folge war schon immer da und wird immer da sein. Ist also wieder keine Information mit assoziiert, aber vielleicht komme ich irgendwie dichter dran an das, was ich denn eigentlich hier haben möchte, wenn ich nämlich hier so eine Gruppe betrachte. So, wir gucken uns noch die Bilder an und wenn wir die Bilder gesehen haben, dann machen wir Schluss für heute. So, Sie können diese Gruppe schneller wandern lassen als die schnellste Frequenz. Auch komisch, ne? Ja. Hm? Also sie sieht zumindest so aus, als wenn sie schneller wäre, die Gruppe, ne? Oder? Ist sie auch, oder? So, man kann das auf 0 setzen. So, jetzt sieht das so aus, als wenn das da steht und sich gar nicht bewegt. Also ich kann also alles hier von Hand selber einstellen, wenn ich das möchte. Nicht? Ich habe jetzt nur einfach mal die Dinger genommen, die der Falstad hier da angeboten hat, gleich fertig, dass es ein bisschen schneller geht. Oder ich kann es sogar negativ machen. Da wandert das Ding zurück. Tja, die Details dazu schauen wir uns beim nächsten Mal an.